Ja, und ansonsten freue ich mich aber auch, das Thema mal wieder in einem Webinar ausführen zu können. Die verborgenen Schätze, das ist im Grunde das, was sich in GDP hinter oder in einer Veranstaltung auf der Mehrseite befindet. Diese Mehrseite nicht mit EE, was wir jetzt gerne hätten in Anbetracht dieser Hitze, die uns umgibt, sondern die mit EH. Da können wir mehr Funktionen einschalten. Und diese Funktionen, da würde ich heute gerne beispielhaft Ihnen ein paar vorstellen wollen. Und ja, wir gehen dann mal so ein bisschen sukzessiv durch. Auf alle Fälle, was ich Ihnen mitgeben möchte heute, sind eigentlich drei verschiedene Dinge, nämlich einmal Funktionen, die sich anbieten zur Unterstützung des Präsenzunterrichtes und der andere Bereich zur Unterstützung der Selbstlernphasen. Und dann aber abschließend auch eine Übersicht noch mitzugeben über GDP-Tools. Falls Sie die Folien gerne haben möchten, wäre es ganz gut, wenn Sie uns vielleicht eine Mail zukommen lassen, dann würden wir Ihnen die auch zuschicken. Ich weiß gar nicht, die Mailadressen, doch die haben wir ja auf der letzten Seite nochmal drauf. Da können Sie mir eine Mail schreiben und dann schicke ich Ihnen die Folien auch gerne zu. Ja, auf alle Fälle habe ich heute eigentlich so ein paar Herausforderungen mit Ihnen auch vor, die ich Ihnen aufbürden möchte. Und zwar ist die eine Herausforderung die, dass ich Ihnen heute zumute, in zwei verschiedenen GDP-Systemen nicht sich zu bewegen, aber Sie zumindest zu sehen. In dem einen bewegen Sie sich vielleicht auch mit drin. Und zwar ist das deswegen, weil wir in zwei verschiedenen Versionen Tools haben, nämlich einmal hier an unserer Hochschule. Wir sind ja hier von der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst in Hildesheim mit den Standorten Holzminden und Göttingen. Und wir haben hier die 3.5-Version. Und es gibt aber schon eine Weiterentwicklung und da macht es so einen großen Sprung zur Vierer-Version. Das ist die 4.2, die jetzt an der gerade noch entwickelt wird oder man ist in den letzten Zügen von der Entwicklung. Die werden wir uns anschauen, aber nicht, damit Sie die Version kennenlernen, sondern deswegen, weil ich dort gerne mit Ihnen eine Übung machen möchte und damit Sie nämlich auch die Tools besser kennenlernen können. Das gehört dann nicht so sehr zur Herausforderung, sondern eher zum Spaß, hoffentlich. Aber diese Herausforderung, dass Sie eben so ein bisschen gedanklich wechseln müssen, das sieht jetzt unterschiedlich aus, weil das eine ist unsere Version, die etwas ältere mit der 3.5 und die neue Version mit der 4.2, die irgendwann auch an die Hochschule kommen, an unsere Hochschule kommen wird für die Menschen, die an unserer Hochschule sind. Da können Sie sich schon mal drauf freuen dann. Aber das erstmal zur Übersicht. Ja, und als erstes ist dann auch schon die erste Herausforderung gleich die da, dass ich sehr gerne hätte, dass Sie sich hier anmelden, wenn Sie nicht sowieso schon dort ein Login auch haben. Und zwar können Sie hier über diesen Link gehen, das ist https://develop-gdp.de. Sie klicken einfach hier drauf und dort, wenn Sie schon eine Kennung haben, melden Sie sich damit an. Oder aber, falls Sie eine haben, das Passwort vergessen haben, können Sie hier auf Passwort vergessen gehen, dann bekommen Sie ein neues zugeschickt oder aber Sie registrieren sich hierüber. Das wäre ganz toll. Also Sie können darüber, wenn Sie sich einmal registriert haben, immer wieder anmelden und die neueste Version von GDP sich anschauen. Das ist der Vorteil. Und Sie können aber auch danach sagen, Sie wollen da wieder raus und dann würden wir sie da auch wieder rauslöschen. Allerdings jetzt für heute wäre es ganz schön, wenn da zumindest so ein paar Leute drin wären. Deswegen wäre es ganz schön, wenn sie sich dort anmelden würden und dann auch in die Veranstaltung sich eintragen. Und die Veranstaltung heißt StudiP Spielwiese. Und zwar machen sie das, indem sie auf diesem blauen, dicken, fetten Balken hier oben, wenn sie da drin sein sollten schon, sich hier dieses freie Feld neben dem Entwickler-Chat und Ihrem, also bei mir steht ein Foto, bei Ihnen wird da kein Foto sein, im Moment aber dort Spielwiese eintragen, dann taucht automatisch dieser Eintrag hier auf und Sie würden da draufklicken und dann kommen Sie auf ein Bild, wo dann links steht Zugang zur Veranstaltung. Das ist eigentlich so, wie in unserer jetzigen, auch in allen Versionen so ähnlich war. Das wäre ganz schön, wenn Sie da reingehen würden. Es sind jetzt Genau, Fragen die im gehen wir Chat, jetzt mal genau. durch. Was war das?
Muss das sein? Sie müssen sich dann nicht anmelden. Wenn Sie da jetzt, wenn Ihnen das zu viel ist, müssen Sie das auf keinen Fall. Wir zeigen alles, Sie können alles mit sehen auch. Also Sie müssen sich da auf keinen Fall anmelden. Das dazu. Jetzt Herr Frank hat gesagt, ich sehe nichts. Bei welchem Punkt sehen Sie nichts? Also wenn Sie hier draufklicken, müssen Sie auf, also der Browser, Ihr Browser müsste geöffnet sein und dann müssen Sie das eigentlich sehen können. Genau. Und wir arbeiten ja mit digitalen Tools und das geht eigentlich in der Regel gar nicht ohne Anmeldung. Ein schwarzer Bildschirm mit grauem Rechteck. Und das Einloggen. Also das Einloggen ist nicht, also man muss sich wirklich registrieren, wenn man dort noch kein Login hat. Das ist die Herausforderung heute, die große. Sie müssen dann auf, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Achso, nee, Quatsch, hier drauf. Und dann auf Registrieren hier unten gehen. Und dort gibt es erstmal die Nutzungsbedingungen, die muss man einmal akzeptieren, das ist so wie in unserem StudiP auch. Dort wieder grüne Pfeil ist, genau. Und dann geben Sie danach also irgendeine Kennung ein, das ist bitte nicht die von Ihrer Hochschule, sondern irgendeine andere. Und Ihre E-Mail-Adresse. Aber jetzt müssen wir erstmal weiter. Genau. Okay, also... das kann jetzt noch parallel so ein bisschen passieren. Ich würde jetzt mal inhaltlich gehen und wir wechseln auch so ein bisschen zwischen dem alten System, was wir hier vor Ort noch haben, wo ich Ihnen halt Tools auch zeige, richtig, wie man die anwendet und wie man die nutzen kann. Und dafür habe ich jetzt schon mal gleich einen Klicker auch vorbereitet. Das kennen vielleicht schon einige von Ihnen, aber vielleicht die eine oder andere oder der andere noch nicht. Das erste sind Beispiele für Tools zur Unterstützung der Präsenzlehre. Da haben wir mal drei rausgesucht. Das eine ist, um bei Studierenden so ein bisschen, das kann man zum Beispiel in Vorlesungen, größeren Gruppen sehr schön machen auch, aber auch in kleineren Gruppen, aber ich sag mal jetzt so, also 4, 5, 6 bis 10, das ist noch ein bisschen langweilig eigentlich. Das macht dann eigentlich Spaß, wenn die Gruppe so ein bisschen größer ist, wenn man also nicht mehr über Stichproben einfach auch im Dialog mit denen sein kann, weil dann die Menge zu groß wird. Der Vorteil ist, dass man darüber kleine Umfragen machen kann, Wissensstände abfragen kann und auch Meinungen abfragen kann. Der Vorteil ist, das sind anonyme Antworten, das werden Sie auch gleich sehen. Also das heißt, die Lehrenden können nicht sehen, wer wie geantwortet hat. Das kann man auch im Nachhinein nicht, das geht gar nicht. Und Lehrende können ad hoc eben in ihrer Präsenzveranstaltung sofort auch die Antworten einsehen. Lernende können das von dem Smartphone aus machen. Die können das aber auch mit einem normalen Rechner oder mit Notebooks, je nachdem, was sie dabei haben und vor sie stehen haben. Und das würde ich jetzt gerne als erstes mal zeigen. Als nächstes wäre dann Meetings da. Meetings ist ein Tool, was wir in StudiP integriert haben, insofern, dass wir eine Schnittstelle gebaut haben, zu der wir dann oder über die wir von StudiP zu Adobe Connect gehen können und darüber zum Beispiel externe Referentinnen und Referenten einladen können, dazuholen können und auch Webinare durchführen, Videokonferenzen durchführen können und so weiter. Ja, und das letzte Tool auf dieser Seite, das ist Aladdin. Das wäre dann das, was ich eigentlich gerne mit Ihnen in dieser anderen Welt, in dieser StudiP 4.2er-Version auf dem DevOps-Server mal machen würde. Und dann später geht es noch an die Selbstlernaufgaben. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Klicker an. Und zwar habe ich dafür wieder was vorbereitet. Ich hoffe, Sie machen da mit. Sie können entweder, wenn Sie ein Smartphone haben, jetzt wäre es nochmal ganz gut zu wissen, ob Sie ein Smartphone haben, so ein kleines Tool und darüber mit dem QR-Code-Scanner sich das einscannen. Das heißt, man muss sich das dann hier so hervorhalten und braucht es Website sagen oder aber Sie gehen parallel auf Ihrem Rechner in den Browser rein und nehmen, oder Quatsch, Sie brauchen eigentlich nur hier oben auf diesen Link klicken. Das ist die Alternative. Sie müssen kein Smartphone haben, sondern können auch über Ihren Rechner bei dieser Abstimmung mitmachen. Und diese erste Abstimmung, da geht es darum, zu schauen, was Sie heute mehr interessiert, ob Sie mehr die Präsenzlehre-Tools interessieren oder mehr die Selbstlernphasen-Tools, da wäre es ganz schön, wenn Sie da mal drauf gehen könnten.
Und da gibt es dann eine Skala. Jetzt hoffe ich mal, dass Sie da überall drauf kommen. Bitte melden Sie sich ruhig im Chat, wenn es nicht klappen sollte, und dass Sie auch eine Stimme abgeben. Ja, Clicker ist ein Plugin, was man zusätzlich in einer StudioP-Installation installieren kann. Eigentlich reden wir heute nur von solchen Plugins, die man zusätzlich installiert. Es gibt nur ganz wenige, die in StudioP schon im Kern drin sind. Es gibt im Moment in StudioP so eine Entwicklung, dass man zunehmend Plugins, die sich bewährt haben, in den Kern mit reinzubauen. Dann sind die in den Standardinstallationen mit drin. Aber es kann durchaus sein, wenn Sie jetzt von einer anderen Hochschule kommen, dass Sie das auf Ihrer Mehrseite nicht finden. Und dann müssen Sie eigentlich mit Ihren StudioP-Admins vor Ort mal reden, ob Sie vielleicht das ein oder andere Tool doch mal auch installieren könnten. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich gehe jetzt mal rüber, ich mache jetzt mal eine Freigabe hier raus und dann zeige ich Ihnen das Ergebnis. Genau, woher weiß man, wer Admin an meiner Uni ist? Das ist eine super gute Frage. Sie können das eigentlich ganz gut, meine ich, über die www.studiep.de-Seite sehen. Und dort gucken, da gibt es irgendwo eine Seite, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wo Sie Ihr StudiP, ich glaube oben über so einen grauen Balken, da können Sie Ihre Installation aufrufen. Und da steht, glaube ich, auch dabei, wer dafür zuständig ist. Sie sind hier so ein bisschen anonym drin, wenn Sie mir Ihre Hochschule verraten würden, manche kenne ich. Aber das müssen Sie jetzt hier nicht aufgeben. Auf alle Fälle die Yvonne Friedrich, an die man sich deswegen gucken kann Sie mal auch ruhig, die würde einem auch weiterhelfen, Yvonne Friedrich. Auf Ihrer, vielleicht die. in Ihrem StudiP nach, genau. Uni Vechta. Ja, da kenne ich die Professorin Karin, wie heißt sie mit Nachnamen? Das sind, glaube ich, Sozialwissenschaften. Da ist Birgit, weißt du, hast du das aus dem Kopf? Da erkennen wir nämlich die Fakultät, aber die Leute, die, für StudiP selber zuständig sind, die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Aber jetzt gucken wir mal weiter hier. Das stimmt, die weiß es auf alle Fälle. Genau. Okay, jetzt gehe ich mal, jetzt mache ich mal eine Freigabe hier und gehe mal rüber in unsere, StudiP-Installation vor Ort. Und hier sage ich Bildschirm freigeben und wähle jetzt meinen Desktop hier aus. So, und so sieht die Umfrage aus. Da habe ich jetzt noch keine abgeschickt, weil ich das ja gar nicht will. Ich möchte gerne mit Ihnen eigentlich dahin kommen, Interessensbekundung, ob da schon was eingegangen ist. So, und diese Tools, genau, da sind jetzt schon 7 Antworten eingegangen, das ist total klasse. So sieht das Clicker aus. Ich zeige Ihnen mal, wo ich das eingestellt habe, nämlich hier auf der Mehrseite. Auf der Mehrseite gehe ich einfach hier runter und suche nach Clicker. Und dieses Clicker habe ich hier schon, da ist der Haken schon drin. Hier gibt es eine kleine Erklärung, hier gibt es einen Screenshot dazu, sodass man auch ungefähr weiß, was verbirgt sich hinter dem jeweiligen Tool. Und dann brauchen Sie es nur einstellen. In der Folge haben Sie dann hier oben einen Reiter. Und in dem Reiter habe ich jetzt einfach Fragen vorbereitet. Da würde ich aber gleich nochmal mit Ihnen auch eine anlegen. Oder das mache ich gleich mal. Der Standard, es gibt so verschiedene Ebenen. Die oberste Ebene heißt Fragensammlung und in diesem kann ich hier eine Fragensammlung bearbeiten. Ich kann hier eine Frage erstellen innerhalb einer Sammlung, zum Beispiel eine Multiple Choice. Das ist in der Regel Single, das kann ich aber auch erweitern zu Multiple tatsächlich Choice. Oder ich habe die Skalen und ich mache jetzt mal eine Multiple Choice, weil Sie gleich die Skalen in der Skala auch sehen können. Und jetzt würde ich hier zum Beispiel fragen wollen, was gebe ich hier ein? Obwohl, das ist eine blöde Frage. Jetzt geht es ja um Multiple Choice, also Ja oder Nein zum Beispiel. Ich kann hier Ja, Nein vorgeben. Ich kann Ja, Wahr und Falsch oder eine kleine Evaluation, trifft voll zu, trifft eher zu, weder noch und so weiter. Oder auch eine Benotung vorgeben. Wie
würden Sie das derzeitige Wetter beurteilen? Das könnte eine Frage sein. Und dann brauche ich hier gar nichts weiter machen. Ich habe aber hier noch Optionen. Und hier könnte ich sagen, ich mache daraus eine Multiple Choice. Aber bei einer Bewertung hilft das jetzt nicht wirklich. Deswegen lasse ich das so und sage Speichern. Und dann hätte ich hier meine Frage fertig und brauche die dann nur noch ab, also zu starten. Und dafür gibt es dann hier links einen QR-Code, den ich zeigen kann. Das ist jetzt, läuft jetzt schon unter dieser URL. Das ist immer dieselbe URL. Das heißt, Sie können die jetzt auch sehen, weil Sie Ihre Umfrage, die alte, schon also die haben Sie, starten Sie schon abgestimmt. 7 Stimmen waren das schon. Das heißt, Sie können jetzt auch hier schon drauf antworten. Machen Sie das mal ruhig. Das heißt, Sie gehen einfach wieder, also Sie brauchen nicht nochmal einlesen, Sie können über denselben Link wieder gehen. Der Link verändert sich nicht, weil der für die Veranstaltung der gleiche bleibt. Jetzt habe ich, sehe ich hier unten schon, das sehen Sie vielleicht auch, 2 Stimmen, 3 Stimmen, genau, 4 und so weiter. Jetzt, das ist jetzt keine so eine wichtige Abstimmung, aber ich könnte jetzt eben auch den QR-Code zeigen, den könnte ich über einen Beamer in meinem Seminarraum zeigen und die Studierenden könnten mit den Smartphones das einscannen, um den, über den QR-Code-Scanner, und können dann eben auch abstimmen. Ich beende jetzt mal die Abstimmung hier, um Ihnen das Ergebnis zu zeigen. Das kann ich eben auch sofort zeigen, über den Beamer und mit den Studierenden dann auch besprechen. Da eignet sich manchmal auch, also da kann man ganz schöne didaktische Szenarien eigentlich drum herum bauen, zum Beispiel wenn es um ja, zum Beispiel um Baumaterialien geht, könnte man zum Beispiel eingangs fragen, mit welchem Material wird heute am meisten gebaut. Ja, und Sie werden dann meinetwegen im Laufe Ihrer Vorlesung oder Ihrer Veranstaltung vielleicht mitgeben, mit welchem Material heutzutage am meisten, welches Material am meisten verbaut wird, und könnten dann zum Schluss der Veranstaltung dieselbe Frage noch einmal stellen. Ich tue jetzt mal so, als wenn wir jetzt hier ein ganz tolles Thema hätten und würde das Ganze nochmal starten. Sie können dann nochmal reagieren. Entweder über den Link oder über die URL nochmal, oder also Sie können einfach nochmal weiter nochmal bewerten, dieselbe Frage nochmal. Genau, eine Person hat schon. Das geht dann relativ problemlos, also man muss immer die erste Hürde so ein bisschen überwinden, bis die Studierenden dann auch ihr Smartphone soweit haben, aber das geht eigentlich relativ schnell. Die meisten kennen das mit den QR-Codes, das ist für die in der Regel nichts Neues. Jetzt haben 4 Stimmen abgegeben, das 5, das reicht im Prinzip auch. Und jetzt kann ich die wieder, 7 Stimmen sogar, toll, jetzt kann ich die Abstimmung beenden. Und dann habe ich hier das Ergebnis. Und jetzt kann ich aber hier vergleichen mit, das taucht jetzt hier auf, Sie sehen hier vor 3 Minuten war die letzte und jetzt kommt der Vergleich und da sehe ich jetzt eben tatsächlich, die Abstimmung war vorher so, am Anfang vielleicht der Vorlesung und am Ende sieht sie so aus. Das kann natürlich im Zuge dessen sein, dass man jetzt mehr dazugelernt hat, man weiß jetzt mehr, oder aber auch, dass man meinetwegen eine andere Einstellung dazu bekommen hat oder ob das jetzt stimmig ist, es muss ja noch nicht stimmen, ne? Aber Sie können darüber den Wissensstand eben einerseits mitkriegen oder eben auch eine Meinungsumfrage starten. Ja, das ist mal so der Einblick. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf eine andere Fragensammlung eingehen, nämlich einmal die, die ich Ihnen vorhin auch gestellt habe. Das war ja eine ernsthafte Frage. Da ging es mir um die Frage, mich interessieren Tools, die eher für das eine oder für das andere sind, und da gucke ich mir jetzt mal die Auswertung an. Das habe ich jetzt mit einer Skala bewerten lassen. Die ging von gar nicht, das war 1, gar nicht, und rechts außerordentlich, also die 5,5 hier, und da ist schon überwiegend auf alle, da unten ist, also was weniger interessant ist, ist wohl das studentische Feedback zu meiner Lehre, als eher
ganz sehr stark die eher für die Selbstlernphasen oder auch und auch für die Präsenzlehrer. Da gibt es allerdings auch drei Stimmen, die denen das weniger wichtig ist. Aber so kann man ganz schön jonglieren und eigentlich deckt das so ein bisschen das ab, was wir auch heute machen wollen. Deswegen, ja, vielen Dank für Ihre Rückmeldung dazu. Ich habe noch was anderes noch vorbereitet, nämlich, das könnten wir auch nochmal gleich machen, nämlich Grund des Einsatzes digitaler Medien. Das ist auch eine Bewertung, die Sie vornehmen können. Das würde mich selber nochmal interessieren auch oder auch uns jetzt hier vom, von der StudiP-Vertretung sozusagen an der HWK. Ich starte mal diese Abstimmung. Und da würde uns interessieren, wie Sie digitale Medien insgesamt bewerten. Das ist jetzt auch wieder mit einer Skala, sodass Sie auch alle bewerten können. Ansonsten hätten wir in dem Fall wirklich auch eine Multiple Choice machen müssen oder auch sollen. Also das bietet sich dafür an, weil Sie natürlich zu allem etwas sagen können. Ja, Sie können wieder eine Bewertung vornehmen, wieder über denselben Link. Dazu würde ich Sie gerne auffordern wollen. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen mehr lesen, aber die Zeit möchte ich Ihnen gerne geben. Also digitale Medien haben keinen Mehrwert gegenüber der klassischen Lehre. Wie schätzen Sie das ein? Wie schätzen Sie das ein? Liefern digitale Medien Unterstützungsmöglichkeiten für Vertiefungs- und Reflexionsphasen und so weiter? Sechs Stimmen haben wir. Ja, ich glaube, sechs Stimmen haben wir schon, genau. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal so für den Einblick. Oder ist noch jemand dabei? Sagt noch jemand, ich will auch noch? Sonst würde ich das jetzt mal stoppen. Ist das in Ordnung, Birgit? Ja. Ich sehe jetzt nämlich nicht den Chatraum, deswegen muss Birgit mir da so ein bisschen Feedback geben, genau. So, dann sage ich jetzt Abstimmung beenden und dann sehen wir gleich, was passiert. Also, das wird hier sehr ambivalent, würde ich sagen, bewertet. Völlig falsch, also 1 ist völlig falsch und 5 wäre völlig richtig. Wie bewerten Sie die Aussage, digitale Medien haben keinen Mehrwert gegenüber der klassischen Lehre? Da wird eher gesagt, also eher kann man gar nicht sagen, das ist wirklich gemischt. Und ich würde auch sagen, es stimmt alles in dem Fall, weil auch ich der Meinung bin, dass klassische Lehre früher, es gibt so viele Perlen von guten Lehrenden, die das so toll in der klassischen Lehre gemacht haben. Die möchte ich nicht missen und die waren immer klasse. Ja. Ich glaube dennoch, dass es in manche Bereiche gibt, wo digitale Medien ihre Stärken haben. Und das spiegelt sich jetzt, glaube ich, in den nachfolgenden Antworten ganz gut weiter. Digitale Medien geschickt eingesetzt, helfen bei der Vermittlung von Kompetenzen. Das wird, also 2 sind dazwischen, 1 ist noch ganz schlecht, aber 3 sind schon mehr auf der Stärke, auf der rechten Seite. Also es ist noch sehr gleich. Unterstütze mich als Lehrende bei Chancengleichheit herzustellen. Da gab es einen ganz interessanten Vortrag jetzt am Montag bei der KMK. Da gab es eine KMK-Tagung zu virtuellen Lernwelten und da wurde sehr schön berichtet, dass man Chancengleichheit gut hinkriegen kann eigentlich mit digitalen Medien. Und zwar deswegen, weil ich dann eben weg bin von meinen Stichproben, sondern eben eine Aufgabe meinetwegen digital stelle, online stelle und alle haben die gleiche Chance, darauf zu reagieren und ich kann sie auch wirklich dann auch gleich nach meinem Schema, was ich sowieso habe, auch bewerten. Das ist anders in der Präsenzlehre, wo man doch eher vielleicht seine Vorteile auch im Kopf hat. Also die ganz vorsichtig, also ich habe sie garantiert und ich erahne schon gleich, mit denen kann ich wahrscheinlich ganz gut, mit denen werde ich vielleicht nicht ganz so gut können und wenn ich in Stresssituationen bin, dann vielleicht eher auf die Gruppe eingehe, mit denen ich vielleicht besser kann. Das unterstelle ich mir böse, ne? Und da könnte mir aber helfen, eben digitale Medien einzusetzen, damit ich gar nicht erst in den Versuch komme, da was anders bewerten zu wollen. Das fand ich super mit dieser Chancengleichheit.
Dann Vertiefungs- und Reflexionsphasenunterstützung, das wird auch eher gesehen als Positives, dass dort digitale Medien helfen können. Aber es gibt auch immer noch Leute, die sehr unentschieden sind, dann in der Mitte liegen. Unterstützen individuelles Lernen, individuelleres Lernen, genau, das heißt, wenn jetzt nicht Sichtbehinderung da ist, dann wird es, glaube ich, sehr schwer, aber eine Sichtbeeinträchtigung, aber zum Beispiel eine andere körperliche Beeinträchtigung, da können natürlich Online-Medien ungemein helfen, zum Beispiel mehr dann in Richtung Selbstlernbereich, in der Selbstlernphase, aber auch in der Präsenzlehre. Wenn ich zum Beispiel Meetings einsetze, also eine Videokonferenzmöglichkeit anbiete, ein Webinar anbiete oder sowas, dann sollten nicht Präsenzlehre ersetzen, sondern ergänzen. Da ist auch jemand in der Mitte, das ist überraschend, aber interessant. Dann, wenn sie geschickt eingesetzt werden, helfen sie bei der Vermittlung von Wissen. Das wird auch eher auf der positiveren Seite gesehen. Dann, sie bedeuten meist einen erheblichen Mehraufwand, auch das. Das müssen wir, dem müssen wir realistisch ins Auge blicken, jawohl. Und ist ein Muss in der zeitgemäßen Lehre, das sehen auch nicht alle so. Sehr spannend. Okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Achso, Sie haben jetzt aber, glaube ich, einen kleinen Einblick gekriegt, wie man Klickerfragen stellt, wie man sie bewertet, also die Teilnehmenden bewerten sie, wie man sie startet, wie man sie wieder beendet und dass man sogar auch Vergleiche anstellen kann. Was man hiermit nicht machen kann, sind Freitexte zum Beispiel, das geht mit anderen Klicker-Tools aber. So, und ich beende das jetzt mal kurz, um etwas später wieder darauf reinzugehen, darauf einzugehen. Ich wechsle wieder zur Präsentation. Ich danke Ihnen auf alle Fälle erstmal sehr, dass Sie da mitgemacht haben bei den Klicker-Umfragen. So, und das nächste wäre Meetings, was wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Meetings ist eigentlich nur eine kleine Schnittstelle zwischen StudiP und Adobe Connect. Wir haben hier Adobe Connect im Einsatz, weil wir Mitglied, also unsere Hochschule ist Mitglied der DFN, des deutschen Forschungsnetzes. Und als solches können wir tollerweise Adobe Connect nutzen, nämlich kostenlos, also gegen die Mitgliedschaftsgebühr natürlich, die wir an den VFN zahlen. So, und das ermöglicht uns, darüber diese Schnittstelle auch zu fahren. Ich gehe jetzt wieder rüber, ich gehe jetzt wieder in die Freigabe, gehe wieder in unsere 3.5er-Version, um Ihnen Meetings zu zeigen. So, und wir sind jetzt immer noch hier auf dem Klicker. Ich gehe jetzt wieder auf meine Mehrseite und schalte einfach mal Meetings ein. Gehe wieder nach oben, dann habe ich den Reiter Meetings. Und in Meetings selber, das ist jetzt wie gesagt nichts Tolles, ich gebe jetzt hier einfach mal einen Namen ein. Den hatte ich schon mal angelegt im Raum und wieder gelöscht und jetzt lege ich den aber nochmal ein. Der virtuelle Raum für diese Veranstaltung. Und jetzt ist der schon angelegt. Das ist eigentlich der Vorteil von diesem Tool. Etliche von Ihnen weiß ich, Sie haben eine eigene DFN-Kennung auch und das ist sozusagen das Gleiche. Das können Sie auch mit der DFN-Kennung machen. Aber man braucht die nicht mehr, wenn man jetzt hier mit Meetings in der Veranstaltung arbeiten möchte. Was man aber wissen muss, ist, wenn ich das einsetze, dann muss ich auf alle Fälle diesen Raum freigeben. Und das mache ich hier ganz rechts, indem ich hier einen Haken setze und erst dann können die Teilnehmenden auch in diesen Raum eintreten. Und ich mache das jetzt einfach mal, ich klicke jetzt mal hier drauf und dann öffnet sich ein neuer Raum, der jetzt nur mit mir bestückt sein wird, da wird sonst keiner drin sein. Aber hier könnte ich mich mit meinen Studierenden eben treffen. Entweder ein Webinar durchführen, ich könnte hier auch wieder ganz normal meine PowerPoint hochladen, ich kann meinen Bildschirm freigeben, ich kann mit dem Whiteboard hier zeichnen, ich kann mir Pots hier anlegen, ich kann mein Layout hier verändern. Also es gibt tausende von Möglichkeiten, die ich habe. Ich könnte auch Arbeitsgruppen einrichten. Das würde ich aber heute alles gar nicht mit Ihnen machen, sondern einfach nur grundsätzlich sagen, wir haben da auch Meetings auf der Mehrseite und Sie können dort Webinare nutzen und Videokonferenzmöglichkeiten nutzen über dieses Tool. Es haben nicht alle Hochschulen Adobe Connect.
Sie können das auch mit Big Blue Button, so heißt ein Open Source Projekt, Produkt. Adobe Connect ist ansonsten sehr teuer und dieses Big Blue Button, das ist Open Source, das kann man auch nutzen. Allerdings weiß ich da nicht genau, ob man solche Layouts zum Beispiel auch vorbereiten kann, ob man den Raum so gestalten kann, dass er beim nächsten Mal auch so wieder sichtbar ist. Das geht aber bei Adobe Connect sehr schön. Das heißt, ich habe hier meinen festen Raum, den kann ich entwickeln, kann den so weit vorbereiten, wie er mir gefällt, kann hier alles verändern. Kann meine PowerPoint schon hochladen und so weiter, dann ist sie schon da. Ich gehe jetzt mal aus diesem Raum hier wieder raus, indem ich einfach schließe und auch dieses hier schließe ich jetzt und dann bin ich wieder in meinem StudiP, in meiner Veranstaltung drin und ja, und hier muss man eigentlich nur Spielregeln mit den Studierenden klarkriegen. Wann trifft man sich dort? Dieses Tool haben übrigens Studierende auch für innerhalb von Studiengruppen zur Verfügung. Das heißt, sie können sich mit ihren Arbeitsgruppen darüber auch treffen. Was ich auch von Vorteil habe. Sie müssen nur dran denken, wenn Sie sowas machen, geben Sie den Raum frei, sonst kann es keiner nutzen von den Studierenden. Aber der Vorteil ist dieses Freigebens, Sie können es wieder nicht freigeben und so weiter. Sie können es in Ruhe vorbereiten und können es dann eben freigeben, wenn Sie sagen, Sie sind soweit. Ja, Birgit, kannst du mal gucken, ob es Fragen dazu gibt? Es gibt keine Fragen. Wenn nicht, okay, sehr gut. Dann würde ich jetzt auch hier wieder rausgehen. Und wieder zur Präsentation übergehen. Genau. Was schön ist an dem Tool ist auch, dass man kann sich diesen Link hier für diesen Raum nehmen auch und den zum Beispiel auch in anderen Veranstaltungen, also hier über dieses oder zu verlinkende Meeting auswählen, aus einer anderen Veranstaltung sich hier reinholen, sodass Sie mit mehreren Teilnehmern von mehreren Veranstaltungen in dasselbe Webinar reingehen können, was zum Beispiel für ein Modul sich auch eignen würde, was über mehrere Lehrveranstaltungen geht. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten. Genau, die nächste Seite, also ein Tool fehlte noch auf der Seite mit der Präsenzlehre, das ist Aladdin, das würde ich wie gesagt gerne nachher mit Ihnen machen. So, dann haben wir Colatech. Das ist ein Instrument vor allem für Ingenieure. Das heißt eigentlich als Plugin in StudiP Co-Writer. Und dieses Tool kann man aber umbenennen und wir haben das mal umbenannt, weil ich eigentlich gerne wollte, dass man sofort sieht, aha, das ist was mit LaTeX und alle Ingenieure wissen eigentlich, was LaTeX ist. Die anderen vielleicht nicht unbedingt. Und die Ingenieure schreiben in der Regel ihre Diplomarbeit früher eigentlich ausschließlich, ihre Bachelor-, ihre Masterarbeiten heute, ich glaube auch noch überwiegend mit LaTeX und können hierüber wirklich kollaborativ arbeiten. Das heißt, wenn einer was schreibt, sieht der andere sofort, ah, da hat jemand was geschrieben und sieht sofort die Änderungen. Das ist ganz schön. Das würde ich jetzt nicht zeigen, weil ich jetzt hier, ich sag mal so frech, wenig Ingenieure in dem Bereich hier sehe bei den Teilnehmern. Ja. Deswegen würde ich jetzt gerne auf Coursera gehen. Coursera ist ein ganz komplexes Tool, ein tolles Tool für die Selbstlernphase. Das heißt, Sie können hier Selbstlerneinheiten mit erstellen. Sie können darin Quizzes, also ganze digitale Bücher organisieren, erstellen, aber eben interaktive Bücher. Das heißt, man kann wirklich immer wieder auch ein Feedback sich einholen von den Teilnehmenden. Mit WIPS, das ist das zweite Tool, WIPS heißt virtuelles Prüfungssystem, da erstelle ich die Quizzes zum Beispiel, die ich dann in Coursera, also in WIPS erstelle ich die Quizzes zum Beispiel, Selbstlernaufgaben und die kann ich dann innerhalb von Coursera starten. Und das würde ich jetzt gerne nochmal auch zeigen. Dazu gehe ich wieder in die Freigabe rein. So, und öffne jetzt mal über die Mehrseite. Coursera und WIPS. So, die beiden habe ich jetzt hier oben drin als Reiter. Ich gehe jetzt erstmal auf Coursera
und würde Ihnen das mal dort ganz kurz vorstellen. Wir werden heute nicht so viel schaffen, sondern würde ich nur einen kleinen Einblick Ihnen vielleicht vermitteln können. Es gibt hier einen Autor- und einen Studentenmodus. Und ich gehe jetzt mal in den Autorenmodus, das heißt, ich kann den jetzt verändern. Es gibt drei Ebenen. Ich habe eine Kapitelebene, eine Unterkapitelebene und ich kann innerhalb eines Kapitels oder eines Unterkapitels hier Abschnitte einfügen. Pro Abschnitt kann ich Blöcke hinzufügen. Das klassische wird immer der Freitext sein wahrscheinlich. Den wähle ich jetzt hier oben, beziehungsweise ist der schon vorgewählt und ich sage Block hinzufügen. Und dann kann ich hier einen Text einfügen. Zum Beispiel würde ich etwas zu Adobe Connect vielleicht zeigen wollen. Das ist jetzt nichts aus der klassischen Lehre, sondern es geht ja um E-Learning jetzt, aber Sie können sicherlich den Transfer leisten zu Ihrem Fach. Ich mache da jetzt nichts weiter hinein, aber da würde ich jetzt Inhalte reinstellen, was Adobe Connect ist, dass man das über den DFN vielleicht kriegen kann und so weiter. Würde das speichern und würde jetzt aber auch noch vielleicht einen Film gerne zeigen wollen. Und da habe ich was vorbereitet, nämlich für einen Film, das ist jetzt hier ein Video hier oben. Da füge ich den Block hinzu. Und jetzt kann ich hier einen Titel eingeben, Adobe Connect, die ersten Schritte, so heißt nämlich der Film. Und wir haben dafür mal etwas erstellen lassen. Da habe ich mir den Link vorhin schon mal genommen. Der steht ganz vorne auf unserer Startseite, so ein kleiner Film, den Studierende für Studierende, aber auch für Lehrende gemacht haben. Den finden wir ganz nett dafür und den gebe ich in die Quelle ein und sage dann speichern. So, jetzt habe ich hier den Film, den kann ich laufen lassen, den können die Anwenderinnen und Anwender dann eben auch sehen. Sie hören da jetzt keinen Ton, den werde ich aber gleich holen. Deswegen mache ich hier mal schnell aus, nicht, dass es hier eine dass Sie das über mich hören. Ja, das nur als kleinen Ausblick. Den stoppe ich jetzt hier wieder. Und genauso könnte ich eben auch andere Sachen machen. Was ich noch gerne zeigen möchte, ist so ein Quiz, so ein Selbsttest. Den muss ich aber erst noch erstellen, nämlich auf der WIPS-Seite. Das ist so eine kleine Einschränkung. Das mache ich also nicht in Coursera selber, sondern in WIPS. Und hier habe ich schon einen Quiz vorbereitet, aber ich mache den jetzt einfach nochmal. Ich mache ein neues Aufgabenblatt. Das heißt irgendwie zu Adobe Connect. Und ich will einen Selbsttest. Ich sage, der Startzeitpunkt ist jetzt, aber ich muss noch ein anderes Ende sagen. Ich wähle jetzt hier den Juni, den 27. aus irgendwelchen Gründen und speichere das ab. So, anschließend kann ich eine neue Aufgabe erstellen. Ich wähle ein Multiple Choice. Also es gibt hier mehrere Sachen. Ich kann Lückentexte, freie Antworten und so weiter. Also auch Freitext an der Stelle. Das ist ganz gut. Kann aber eben auch noch mehr. Und ich möchte jetzt aber nur auf die Schnelle Ihnen das mal zeigen. Ein Multiple Choice. Titel ist Adobe wieder. Und hier die Frage könnte lauten, welche Pods gibt es in Adobe Connect? Das kürze ich mal ab. Und dann gibt es hier zum Beispiel die Freigabe. Dann gibt es vielleicht die Präsentation. Dann gibt es die Abstimmung, den Abstimmungspot, Hinweise und als letztes noch die Pinnwand. Und jetzt kann ich eben als Lehrende sagen, was richtig ist. Das ist jetzt hier in dem Falle die Freigabe, die Abstimmung und der Hinweis. Und das andere sind keine Pots. Richtig, Birgit? Das speichere ich ab. Und jetzt gehe ich wieder rüber. Jetzt ist das schon fertig. Jetzt gehe ich auf Coursera und wähle dort wieder den Autorenmodus und kann jetzt hier den Block Selbsttest, Quiz Selbsttest wählen, Block hinzufügen. Und jetzt sehe ich auch hier, da ist meine kleine Frage da, nämlich die hier unten, Aufgabenblatt zu Adobe Connect.
und ich sage Speichern. Und dann sehe ich auch hier die Fragen und kann dann sofort darauf reagieren, beziehungsweise das ist jetzt noch der Autorenmodus und die Studierenden können dann aber innerhalb des Studentenmodus eben hier auch agieren. So, das soll mal als kleinen Ausblick, als kleiner Ausblick reichen. Birgit, willst du noch kurz zeigen, die umfassendere, oder ich kann sagst ja noch du von mal, der Zeit her? Ja, wird wahrscheinlich knapp. Dann, was, noch mal ganz kurz. Ich ja, zeige, also. Genau, dann beenden wir mal die Freigabe. Ja. Na, wir haben nämlich den seltenen Zugang zu einer anderen Hochschule, die dort ein ausgebufftes Kursware haben. Und das würde Birgit jetzt ganz kurz vorstellen. Da gibt es etwas zur, das ist von einem Kollegen von Rainer Jakob, der selber Kunstwissenschaftler ist und zu diesem Thema also ganz tolle Sachen eigentlich machen kann und mit Gemälden arbeitet und dazu steuern Fotos und so weiter. Genau, wir sind jetzt hier in dem StudiP von der Universität Osnabrück. Das ist eben auch ein kleiner Vorteil unserer eKult-Partnerschaft, dass wir eben uns in diesen Dingen einfach ergänzen. Und der Rainer Jakob hat hier was Gutes vorbereitet in Courseware und hat so eine komplette Lerneinheit zu der romantischen, zur Romantik erstellt. Und nur damit Sie jetzt mal kurz sehen, wie sowas aussehen kann, er hat also hier diesen Einführungstext, er hat Videos mit eingearbeitet, Bilder mit eingearbeitet und meistens am Ende auch noch Fragen mit eingebracht. Und die hatte ich jetzt hier schon beantwortet. Genau, dann kriege ich die entsprechende Rückmeldung, was ich richtig und was ich falsch gemacht habe. Ja, man kann, Sie sehen auf der linken Seite das Inhaltsverzeichnis, ist in vier Kapiteln, romantische Kunst, romantische Literatur, romantische Malerei, und man kann dann sich da durchnavigieren als Studierende, indem ich hier oben einfach immer auf die nächsten Schritte klicke und dann springe ich auf die nächste Seite, die dann relevant ist. Ja, ich wünschte, es würde jetzt funktionieren. Hier scheint jetzt gerade, ich aktuell, jetzt bin ich schon von der Einleitung jetzt. Der Wahrnehmung der Natur und der Religion. Hier ist wieder ein Video eingestellt. Und der Test ist natürlich ist nur dann verfügbar. Sie haben das bei WIPS gesehen. Sie konnten da einen Ablauftermin eingeben. Und wenn der abgelaufen ist, der Test, dann ist der natürlich auch in Courseware nicht mehr vorhanden. Ja, das sollte ein kleiner Exkurs sein, wie auch Courseware aussehen kann. Also wie man, wenn man da ein bisschen Zeit investiert, dass man hier tatsächlich so komplette Selbstlerneinheiten mit Videos, mit verschiedenen Materialien und auch Testfragen erstellen kann. Das soll es schon gewesen sein. Sehr schön. Dann gehen wir mal wieder rüber Genau, zur Präsentation. Und ich sehe, es sind zwei neue Dinge im Chat. Genau. Und jetzt muss ich mal kurz. Genau. Ja, ich hatte vorhin ja bei Kursware, da kam eine Frage ein, die habe ich jetzt aber erst gelesen, brauche ich dazu die Zustimmung der Urheber? Jetzt war meine Frage ja, zu was genau, zu den Quellen, ja, und wenn ja, wenn ich ein Video hochlade, da brauche ich doch die Zustimmung der Urheber, dass ich das verwenden darf. Sie können von YouTube alle möglichen Videos verlinken. Dafür laden Sie das Ding ja nicht rein. Und auch, also wenn Sie ein Video hochladen würden, das weiß ich gar nicht so genau, muss ich sagen, bei den Videos. Also weil die Videos, die haben ja in der Regel auch eine Lizenz. Und unsere Videos haben wir zum Beispiel als CC-Lizenz auch ausgegeben, sodass sie die natürlich verwenden dürfen. Und auf YouTube sind also diese ganzen Links auf diese ganzen Video-Channels, die können Sie alle nehmen. Da brauchen Sie keine, also verlinken können Sie immer. Genau. Ja. Beim Datei hochladen sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber Sie brauchen selten an, Sie müssen eigentlich selten Es sei ein denn, Sie Video haben selbst hochladen, etwas würde ich erstellt, sagen. aber dann ist es ja von den Lizenzen auch kein Problem.
In der Regel. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Und eins für die Selbstlernphasen zur Unterstützung kann natürlich Meetings auch wieder sein. Das ist zwar auch eine Ergänzung hier wieder zum Präsenzunterricht, aber es kann natürlich auch für Selbstlernphasen jetzt, wenn man mal sagt, die Studierenden haben eine Arbeitsgruppe und sollen in der Phase natürlich auch doch miteinander auch zusammenarbeiten, dann können die eben auch Meetings da sehr gut verwenden dafür, was ich vorhin auch schon erzählt habe in der Studiengruppe zum Beispiel. Ja, und jetzt würde ich ja gerne mit Ihnen, also auf Co-Reiter würde ich jetzt nicht eingehen, ich springe jetzt ein bisschen über, da wird nochmal Coursework erläutert, das habe ich Ihnen aber gerade so ein bisschen gezeigt auch. Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen, mit Aladin mal brainstormen, was man auch gut mit Studierenden machen kann. Also wir haben dieses Tool bei uns in der 3.5er auch, aber es gibt das eben auch schon in der neuen Version. So, und dafür würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen auf die neue Version gehen. Ich hoffe, dass Birgit vielleicht mitkommt und die Leute, die sich registriert haben oder sowieso eine Kennung schon haben, dass sie einfach mal mitkommen in diese Aber du präsentierst es weiter hier andere und Version. alle, die nicht mitkommen, Genau. können sich das angucken, auf Auf alle alle Fälle. Fälle. Auf alle Fälle. Genau. Diese Version ist jetzt hier. Ich habe jetzt einfach den Reiter hier schon vorbereitet. Wir waren hier noch gerade vorhin in unserer Welt. Jetzt gehen wir auf diese Developer-Welt. Dort tummeln sich die Entwickler und programmieren ganz fleißig an der neuesten GDP-Version. Sie werden bestimmte Dinge auf alle Fälle noch wiedererkennen, nämlich hier das GDP-Logo und hier die Symbolleiste und hier ist auch sowas wie die Reiter-Geschichte. Die hat sich aber ein bisschen geändert und hier oben sieht man jetzt auch die Profilseiten, Reiter sozusagen. Das hat sich aufgelöst. Sieht alles so ein bisschen anders aus. Hierüber kann man super suchen, nach allem eigentlich, auch nach Dateiinhalten und so weiter. Aber jetzt bin ich in einer Veranstaltung drin. Also die Veranstaltungsübersicht selber, die sieht eigentlich noch gleich aus. Da werden Sie kaum Unterschiede feststellen. Und ich habe hier die GDP-Spielwiese angelegt. Da sind auch ein paar neue Teilnehmer drin, das freut mich sehr. Da gehe ich jetzt aber nicht rein wegen der Anonymität. Die wollen wir ja weiterhin wahren, wenn gewünscht. Und ich gehe jetzt mal auf Aladin, da können Sie auch mit drauf gehen, wenn Sie hier drin sind. Und dort habe ich ein Brainstorming angelegt. Das ist die Frage, die an Sie jetzt geht. Welches der vorgestellten Tools hat Ihnen besonders gut gefallen und Ganz kurz eine warum? Rückfrage. Wo finde Und ich mit die diesem Reiter? Tool Steht im kann man. Chat. Das ist, Bitte. wenn man in der Veranstaltung ist, ne? Wo finde ich die Reiter? Nochmal bitte. Genau, ich bin in der, also ich wähle genau die Reiter. Es gibt keine Reiter mehr, aber hier, das ist im Grunde noch die alten Begrifflichkeiten. Also das sind im Grunde die Reiter. Sehen Sie meine Maus hier? Und dort gibt es einen, also ich nenne es mal Reiter. Eigentlich dürfte man es gar nicht mehr Reiter nennen, Aladdin. Wird das klarer? Also vorausgesetzt, Sie müssen in der Veranstaltung schon drin sein, ne? Also wenn Sie hier auf meine Veranstaltung sind, da gehe ich nochmal hin, Ah, hier dann steht. wählen Sie diese Veranstaltung Genau, aus, jetzt kommt die klicken da Rückmeldung. Okay, drauf. danke. Das hat mit den Symbolen darüber nichts zu tun, richtig? Und dann? Genau, es sind getrennte Menüs. Nein, sehr richtig, genau. Genau. So, dann gehen wir auf Aladin und dort können Sie jetzt, also ich bin jetzt als Lehrende hier drin. Sie gehen jetzt einfach hier drauf und klicken da drauf und können jetzt hier ein Brainstorming abgeben. Ihre Stimmabgabe ist anonym, das heißt, ich sehe nicht, wer welche Stimme abgegeben hat und Sie sehen das auch nicht voneinander. Und da wäre es mir jetzt ganz lieb, wenn alle, die jetzt hier drin sind, dass Sie einfach was schreiben. Sie haben heute nicht so viele Tools, weil die Zeit wirklich sehr kurz ist, aber so ein paar Tools kennengelernt, nämlich zum Beispiel Clicker. Das schreibt man übrigens Clicr. Dann haben Sie Meetings kennengelernt, Coursework und Wips. Andere Tools haben wir jetzt noch nicht weiter, weil wir nur beispielhaft vorgehen können. Aber welches von diesen Tools hat Ihnen jetzt heute am besten gefallen, dass Sie das einfach mal hier reinschreiben, in diesen Text irgendwie hier ein.
zum Beispiel mein Favorit wäre und dann irgendwas reinschreiben und absenden. Und auch so das Warum wäre noch ganz schön. Warum hat es Ihnen besonders gut oder weniger gut gefallen? Also was möchten Sie loswerden? Sie können auch irgendwie, das muss jetzt nicht, na doch, die Frage lautet, was hat Ihnen besonders gut gefallen? Ich gebe Ihnen jetzt nochmal so eine Minute, zwei Minuten zum Schreiben. Die Zeit wird ein bisschen knapp, Conny. Ich schreibe jetzt mal einfach, genau, ich schreibe jetzt hier mal was rein. Also kurz, wer wird jetzt, also man sieht jetzt hier die Beiträge, wir machen das ganz kurz und man kann jetzt nämlich noch bewerten im Nachhinein. Das heißt, jetzt sind meinetwegen zwei Beiträge da und jetzt kann ich als Lehrende sagen, jetzt hätte ich gern, dass Sie nochmal die Beiträge der anderen auch bewerten und mir gefällt jetzt zum Beispiel dieses hier besonders gut, dann würde ich dem eine Stimme plus geben. Und was man jetzt leider nicht sieht, man bräuchte jetzt drei. Ich gebe jetzt noch mal eins ein. Damit so ein Beispiel reinkommt. Dann könnte man das hier noch, genau, jetzt kommen hier so ein paar, genau. Und dann sehen Sie schon, das, was am meisten gewählt wird, das rutscht auch automatisch nach oben. Das heißt, ich habe hier sofort so ein Ranking der Beitragsbeurteilung drin, was ich eigentlich ganz cool finde für bestimmte didaktische Szenarien in der Lehre. Und hier haben wir sogar ein minus 1, also das ist ganz out of order. Ne? Ja, wobei das ja nur die Meinung widerspiegelt und es bleibt alles anonym. Und jetzt flitze ich ganz schnell wieder zurück. Ich danke Ihnen sehr für alle, die sich hier mit abgemüht haben, aber ich musste das probieren, weil ich das eigentlich auch spannend fand, über ein Webinar mal auch so ein Tool live zu nutzen. Okay, ich verschwinde hier und dann kommen wir wieder zur Präsentation. Der Rest ist ganz kurz im Grunde. Vielen Dank dafür und Einblick in weitere Tools, das schaffen wir auf gar keinen Fall, das überspringe ich ganz schnell, aber ich möchte noch gerne Ihnen zeigen, dass es diese Tools-Übersicht eben auch gibt, was ich Ihnen vorhin schon mal angeboten habe. Also falls Sie Interesse haben sollten, schreiben Sie uns eine Mail, da würden Sie diese Tool-Übersicht auch bekommen. Wie gesagt, das eine oder andere werden Sie vor Ort nicht haben. Da müssen Sie dann vor Ort Ihre StudiP-Menschen ansprechen, ob die das installieren können. Und notfalls, also Sie können immer wieder auch uns fragen hier, wie hält es sich damit und so weiter. Es gibt nicht immer die aktuellsten Versionen pro Tool, das muss man auch sagen. Also zum Beispiel Elmo und Perle hier oben, das haben wir mal programmieren lassen, das gibt es zum Beispiel noch nicht in der 4.2er-Version. Ne? Das heißt, wenn Sie eine 4.2 haben, können Sie das im Moment noch nicht installieren, aber in der 3.5 auf alle Fälle. Und so geht es halt frei rum. Ja, und jetzt möchte ich auf die Schnelle vielen Dank sagen für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ihnen die Schätze von StudiP etwas näher zu bringen, Ihnen die Mehrseite vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen, einfach mal reinzugucken, was gibt es da alles und einfach mal ausprobieren. Und wenn das nichts ist, schalten Sie es wieder aus, dann sehen die Studierenden es auch nicht mehr. Wenn Sie Fragen haben, wir stehen gerne zur Verfügung. Meine Telefonnummer ist da und die von Birgit Wittenberg, die ist, glaube ich, auch bekannt aus den Ankündigungen heraus ja, und Dank, auch Conny, die E-Mail-Adresse. Gerne mehr. Und auch das Zeigen von neuen Tools und doch Möglichkeiten, die man vielleicht nicht immer vermutet, was StudiP noch so bietet. Jetzt ist noch eine Frage. Erstmal, Gast mit dem Namen Gast sagt, machen die nicht. Das ist natürlich schade, wenn die Systemadministration da bestimmte Restriktionen hat. Was solche Zusatztools angeht, vielleicht noch ein bisschen bohren. Schade, wenn Sie es nicht machen, ja. Gibt es eine Übersicht, welche Module in welcher Version drin sind? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt auf alle Fälle den Marktplatz, den Plugin-Marktplatz, und da steht auch immer drin, für welche Version etwas geeignet ist. Also da StudiP Marktplatz googeln und da kommen Sie auf eine Übersicht, welche Tools es für welche Version gibt.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Und das nochmal mit dem Nachbohren, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil diese Tools sind eigentlich vor allem für die Lehre gemacht, für die, also wirklich für die didaktischen Szenarien vor Ort. Und deswegen sollten Sie wirklich bohren und probieren Sie immer wieder, wenn Sie sagen, das Tool wäre aber wirklich wichtig für die Lehre, dann fragen Sie da nach und sprechen Sie vielleicht auch mit anderen Leuten noch, vielleicht mit Vizepräsidium für Studium und Lehre oder sowas. Ja. Gut, also vielen Dank, liebe Conny. Es bleibt mir jetzt noch die Verabschiedung zu übernehmen.